So, allora, sono qui, Bundestag-U-Bahn in Berlin zum Silvestertag. Und ich habe heute Folgendes für die Lichtgeschwindigkeit gemacht. Ich habe die ganze deutsche Presse online durchgefilzt. Ah, hier muss ich mal ein bisschen Ruhe geben, dass man das sehen kann. Bundestag, ich mache jetzt einen kleinen Gang, denn hier habe ich Licht. Draußen ist die Hölle los, sozusagen unwahrscheinlich viele Leute. Das ist jetzt hier. Die Lichtgeschwindigkeit 34 und ich habe mir aber das aufgeschrieben, das muss ich jetzt lesen, vorlesen. Von jeder Redaktion habe ich mir etwas Piratenmäßiges herausgesucht. Schauen Sie, und das, die netten Leute hier, mit denen habe ich eben schon diskutiert über die weite Welt. So, also, allora, ciao, alles Gute. Und ich habe also als politischer Geschäftsführer, zu dem ich mich selbst ernannt habe, ja auch eine Fürsorgepflicht für die Mitglieder der Piratenpartei Deutschland. Deshalb möchte ich jetzt sagen, ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben oder gesund sind, so gut es geht, dass sie Glück haben und dass sie optimistisch sind. Und wir arbeiten daran. Und ich gehe jetzt hier die Treppe hoch und lese meinen Kommentar. Und möchte sagen, dass ich mir von dem kommenden Jahr ganz konkret für die Piraten eine Menge Aufgaben verspreche, die eben auch mit viel Verpflichtung zu tun haben und mit viel Geduld, dass wir ordentlich miteinander reden und weiterkommen. Und jetzt starte ich hier mit meiner Pressegeschichte. Der analoge und digitale Transport von Nachrichten in Lichtgeschwindigkeit hatte meine Vorbereitung im Schweinsgalopp. Also, ich habe hier aus dem Deutschlandfunk heute herausgeholt, dass ein Redakteur gesagt hat, ich nenne den Namen nicht, wenn ich der SPD-Chef Gabriel wäre, würde ich die finanzpolitische Ungewissheit der schwarz-gelben Regierungskoalition auch Wahlbetrug nennen. Aus Sicht der Bundesregierung ist es natürlich Zufall, dass die Steuerschätzungen erst nach der NRW-Landtagswahl erfolgen. So. Das deutschlandradio.de, also die Online-Sache vom Deutschlandfunk, hat gesagt, Merkel bereitet Bürger auf schwieriges Jahr vor. Wie sagt in ihrer Neujahrsansprache 2010, wird das entscheidende Jahr für Deutschland, um aus der Wirtschaftskrise herauszufinden. Sie sagt nicht zur Finanzkrise, das finde ich auch immer wieder witzig. Die FAZ schrieb, Frankfurt Allgemeine Zeitung, Schicksalsjahr 2010, Finanzminister Schäuble distanziert sich von Entlastungsversprechen der FDP. Das Jahr 2010 wird für die Koalition zu einer extremen Belastungsprobe. Für Bundeskanzlerin Merkel kann es zum Schicksalsjahr werden. Bild.de hat gesagt, Dr. Dietmar Möws macht am Bundeskanzleramt eine Lichtgeschwindigkeit zum Jahreswechsel 2010. Stern.de sagt, prominente Peinlichkeiten. Boris Becker hat Mitleid mit dem Tiger Woods. Spiegel.de sagt, US-Behörden verdächtigen radikalen Prediger, US-Eingriffe im Jemen drohen. Vivo Wirtschaftswoche.de sagt, Branchenausblick, Chemiebranche setzt auf Bio- und Nanotechnik. Zeit.de sagt, Massenproteste in Iran. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat den Aufständischen geholfen. Das ist eine schöne IT-Nachricht. Focus.de sagt, Detroit-Anschlag, CIA weist Vorwürfe zurück, Kontaktmann stammt aus USA. Neue Zürcher Zeitung sagt, hier ist die U-Bahn. Was sagt die Uhr vor 12? Focus.de sagt, Detroit-Anschlag, CIA weist Vorwürfe zurück, Kontaktmann stammt aus USA. Neue Zürcher Zeitung sagt, neue Ausschreitungen in Teheran, Polizei geht mit Tränengas gegen Regimegegner vor. Süddeutsche Zeitung.de sagt, Zentralcomputer Elena, der ich weiß fast alles Computer. So, ich muss das Ganze in Ruhe machen, dass mir hier nichts misslingt. Hier habe ich kein Licht mehr. Dann habe ich hier jetzt, das wollte ich gerne zeigen, da hinten diese beiden blauen Türme. Das ist der Hamburger Bahnhof, also der neue große Berliner Hauptbahnhof. Die haben da so Sterne dran gemacht. Und wenn ich mich jetzt hier weiter drehe, dann ist da die Schweizer Botschaft
die Moschee sozusagen mit der Schweizer Flagge oben drauf. Und jetzt gehe ich weiter und da ist die Waschmaschine von Frau Dr. Merkel. Da gehe ich jetzt gleich hin. Aber hier muss ich mir nochmal eine Stelle mit Licht suchen, die mir jetzt sagt, Süddeutsche Zeitung, 2010 endet der Erste Weltkrieg finanziell. Bis 2. Oktober müssen Anleihen den Siegermächten bedient werden. Derwesten.de, WAZ, sagt, Lafontaine plant offenbar Rückkehr in politischen Alltag. Die Stuttgarter Zeitung.de, VfB-Spieler sagen für Gross und Kritik an Babbel. Badische Zeitung aus Karlsruhe sagt, Abschied von den Verstorbenen des Jahres 2009, Lord Ralf Dahrendorf. Der liberale Dahrendorf, Vordenker der Piratenpartei. Mopo, Hamburger Morgenpost.de, Experten. So einfach ist ihr Handy abzuhören. Hamburger Chaos Computer Club warnt. Merkuronline.de, Münchner Merkur, konservative Zeitung aus München. Zugspitze, Bergsteiger seit Tagen vermisst, Suche vorerst abgebrochen. Kieler Nachrichten Online, Kieler Nachrichten, Ministerpräsident Carstensen startet in zweites Eheglück. Thüringerallgemeine.de, sechs Tote bei Amoklauf in finnischem Einkaufscenter. Hannoversche Allgemeine Zeitung.de, zweiter Toter nach einer Explosion in einem hannoverschen Café. Heise.de, GSM Mobilfunk, Chaos Computer Club fordert stärkere Verschlüsselung. Aha, wir haben noch eine Minute bis zum 24 Uhr Jahrzehntwechsel. Die Taz schreibt, Taz Berlin Tageszeitung, Hacker demonstrieren Sicherheitslücken, Angriff aufs Handynetz. Die Super-ILO aus Ostdeutschland, Illustrierte, sagt, Wut in Brandenburg, Massenentlassungen trotz Fördermittel vom Staat. Und dann habe ich Piratenpartei.de, schreibt, Elena, tiefer Einschnitt in die informationelle Selbstbestimmung durch die elektronische Entgeltkarte. Ahoi, liebe Piraten, ich gebe mich jetzt hier dem Getümmel hin, habe sehr kalte Hände gekriegt und versuche noch ein bisschen was fürs Bild zu machen. Und zwar hier jetzt beim Kanzleramt. Subjektive Kamera voraus, dass ich ein bisschen ins Mikrofon spreche. Hier sieht man es auch alles mit Polizeiwagen voll. Und wenn ich jetzt da, jetzt fangen die richtig an. So in dieser Richtung, wo die Lichtkegel sind, da ist das Brandenburger Tor, da wollte ich gar nicht hin. Aber dass es hier so brenzlig ist im Sinne des Wortes, hätte ich gar nicht erwartet. Aber hier ist jetzt sozusagen das Kanzleramt. Und es scheint jetzt hier 24 Uhr zu sein. Ich gucke auf meine Uhr. Ja, genau. Also, bonne année à votre santé, mes amis. Tout le monde. Alright. So. Das muss alles bei der Kälte gehen. Die Technik muss das leisten. Und hier ist also jetzt Frau Merkel unter Beschuss. Aber vielleicht hat sie sich ja auch irgendwo in ein ruhiges Eckchen zurückgezogen. So, jetzt drehe ich mich hier Richtung Brandenburger Tor, der helle Wahnsinn. Und der Reichstag hier links, da kann man was sehen. Reichstag. Und jetzt drücke ich auf den Knopf, dass es nicht so lange wird. Also, ahoi, alles Gute im neuen Jahr.